Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last of Us Part 1. Wir sind gerade dabei, verfolgt zu werden und haben unser Pferd verloren. Das haben sie erschossen, die Schweine. Und wir müssen jetzt irgendwie zurück zu Joel kommen. Und wir gucken mal, wie das funktioniert. So, wir schleichen uns hier ein bisschen durch die Blockhütten durch rum. Oh, Munition ist immer gut. Was hast du eigentlich für Knarren, Ellie? Du hast die kleine Knarre von Joel. Kannst du was herstellen? Nee, du hast zu wenig Material. Wenn du so viele LPs nebenher machst, ne, dann ist dieses an die Steuerung immer ungewöhnt. So eine Sache für sich, ne? Hier sind bestimmt. Wissen Sie echt? David wollte sie leben. Er kann das nicht bestimmen. James hat gesagt, dass sie das bei der Uni war. Wie? Scheiße! Tödlichen Armtreffer. Auswärts! Scheiße, scheiße, scheiße! So, die sind mir eigentlich alle viel zu nah. Droppt oder auch nicht. Oh. Nimm dir mal die beiden Pfeile bitte, Elli. Danke. Jetzt habe ich dich, Arschloch. Passt. Na, ich habe dich gesehen. Guck raus. Okay, der guckt halt nicht raus. Haben wir eigentlich... Sammeln wir alles ein hier, Ellie. Ellie, Ellie. Also einer war da unten in der Bude drin. Das habe ich gesehen, dass er da reingelaufen ist. Die Kleine. Wo sind sie? Wo bist du? Okay, da ist nichts. Also. Pumpgun, alles klar. Läuft. So, ich weiß aber nicht, wo die sind. Wo seid ihr, ihr Doofen?
Tja. So, liegt hier noch irgendwas? Voll, voll, voll. Leer. Ich vermute, ich muss hier, glaube ich, hoch, ne? Wanderweg. Okay. Der sollte hier ausführen. Dann mal los. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Nee, es ist kalt. Und das wäre, glaube ich, nicht so gut. Und nicht so praktisch. Vor allem bei den Temperaturen sollte man nicht ins Wasser fallen. Cliffside Walk, ja. Oh, komm ich. Super. Sehe ich genauso. Was hast du denn da für Nummer 8? Ja. Dank Captain Ryans Führerschaft und Danielas technischen Wissen wurden die Überfälle der letzten Wacht noch waghalsiger. Wird sie als Wissenschaftlerin es aushalten, ihre Gabe für die Vernichtung einzusetzen? Nein, eh. So, das war's. Jetzt aber. Krass, ja, mega. Mega krass. Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Wir sind hier mit Sicherheit nicht alleine. Und dann kommen sie schon. War, glaube ich, noch einer, wenn ich mich hier entsinne. Recht? Oder waren wir alle? Ne, da war noch einer. Ich glaube, da war noch einer. Jetzt schwören können, da sind drei um die Ecke gekommen. Also nach den ersten drei sind nochmal drei welche gekommen. Aber das scheint nicht so. Gut, ich vermute, hier können wir nicht rein oder so. Ne, sieht ziemlich geschlossen aus. So, da musst du hin, sagt er. Deswegen werden wir jetzt hier mal rumlaufen. Huch. Wie komme ich hier raus? Nein.
Tja, wie die rauskommst. Gute Folge, nächste Folge. Ich will hier nicht festsitzen. Ich bin mal locker. Bleib mal locker, Ellie. Ich sehe sie! Gib mir Deckung, ich gehe vor! Da ist der Ausgang. Ja, ich glaube nicht, dass du da einfach so rausgehen kannst, Ellie. Also zumindest habe ich das Gefühl. Da kommt bestimmt, du gehst raus, da kommt bestimmt der andere oder so. Als wenn man es geahnt hätte, ne? Ich rette dir das Leben. Als wenn man es gewusst hätte. Was schneidet der da auseinander oder wen? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh Mist! Dummes kleines Miststück!
mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ehrlich. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie! Na, Joel, geht's dir besser nach der Aktion? Die Waffen können wir nicht ausrüsten. Können sie nicht heilen. Verdammt, wo bist du? Das Leben gerettet, Joel. Siehst du, das hast du ein bisschen geheilt, jetzt geht's dir schon besser. Ellie! Wo ist sie hingelaufen? Roll doch nicht so rum, Joel, schon wieder. Er ist da drüben! Shit! Umzingelt ihn! Okay. Ist gefährlich! Wo ist sie? So oder so, ihr werdet reden. Wir werden da schon rausfinden, wo sie ist. So, erstmal sammeln wir ein bisschen Muni ein. Okay. Da-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. Er haut ab, wie so ein kleines Mädchen. Was denn?
das? Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Kommst jetzt! Jetzt gibt's Fratzengeballer. Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Jetzt zieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt. In der Stadt. Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frag ihn doch. Na los. Ich leg nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Heftig. Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Mist. Mann, was ist denn bloß los mit denen? Wo willst du hin, Ellie? Ich wollte sagen, sie ist doch gerade aus dem Fenster gesprungen. Ich brauche eine Waffe. Rechts hast du. Aber was sind das für Freaks, Mann? Sind das Kannibalen oder was? Okay, ich schaff das. Natürlich rennt er da draußen schon rum. Wer hat geschossen? Infiziert. Was? Das Mädchen. Sie ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht, David. Okay. Versammelt alle, die nicht bewaffnet sind und bringt sie weg von hier. Wir finden das Mädchen und töten sie. Oh mein Gott. Ich bring die Kinder hier weg. Los. Oh, verdammt. Mir reicht's langsam. Er ist diesmal zu weit gegangen. Ich sag das schon seit Monaten. Genug ist genug. Die Kleine hat unsere Männer getötet und sie ist infiziert. Machen wir klar Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Eine Waffe, kein Nichts. Ist sie da? Sie ist nicht hier drüben. Thank you.
außenrum. Nagelt sie fest. Ist sie da drüben? Sie ist weg. Los, weiter suchen. Sie ist hier drüben. Wo willst du hin, hä? Dafür musst du bezahlen. Naja, und weg ist sie. Naja, war ja auch gerade unideal, was da gerade passiert ist. Naja, er dreht sich genau in dem Moment um, wenn wir hinter ihm sind, du. Wieso haben die mich denn schon wieder gesehen jetzt? Ja, natürlich. Da einer. Ich höre das zwar, aber ich sehe da niemanden. Wo, hä? Du willst spielen also gut. Jetzt sehe ich zwei. Nichts. Ich werde bloß langsam irre. Ja, ich auch. Kommst du zurück bitte? Dann kann ich von hinten ran. Hey, siehst du hier drüben? Oh, das ist nicht dein Ernst, ne? Geh da unten rein, hör auf zu schlagen. Nicht verlieren! Ist sie da drüben? Sie ist weg. Weitersuchen. Ist sie da? Sie ist nicht hier drüben. So, jetzt haben wir schon mal wenigstens neue Waffe. Speichern mal ganz kurz. Meine Lieben, ich beende die Folge hier jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Und ja, habt eine schöne Zeit. Macht das Beste draus. Wir machen in der nächsten Folge genau hier weiter. Tschüss, tschüss.